Was ist nun ein Bit und was ist eigentlich ein Byte? Ein Bit ist die kleinste Einheit, die ein Computer speichern kann. Das ist also entweder eine 0 oder eine 1. An, aus, Spannung ein, Spannung aus, Strom ein, Strom aus. Weil das ein bisschen zu wenig ist, um vernünftige Berechnungen anzustellen, hat man gleich auch das Byte eingeführt. Ein Byte besteht aus genau 8 Bits und diese 8 Bits sind im Computer sowas wie der Heilige Gral. Alles wird in Bytes eigentlich gerechnet, weil das eben einfacher ist. Ein Byte besteht also aus genau 8 Bits. Das könnte zum Beispiel die Zahl 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 sein. Die besteht eben aus genau 8 Stellen im Binärsystem. Weil ein einziger Byte ist natürlich sehr wenig und heutzutage kennen wir es ja schon, dass verschiedene Festplatten oder verschiedene Geräte oft angegeben wird, wie viel Speicherplatz sie haben. Man redet natürlich nicht von Bytes, weil die einfach viel zu viele wären. Da wären wir bei den Billionen und bei den Milliarden. Hat man gleich Kürzungen eingeführt wie Kilobyte, Megabyte und so weiter. Die gucken wir uns auch mal kurz an. Ein Kilobyte schreibt man mit einem kleinen K oder mit einem großen K. Das ist nicht so ganz so wichtig. Und das entspricht eben 1000 Bytes. Gefolgt von einem Megabyte, das entspricht 1000 hoch 2 Bytes. Von einem Gigabyte, das wären 1000 hoch 3 Bytes. Von einem Terabyte, 1000 hoch 4 Bytes. Von einem Petabyte, 1000 hoch 5 Bytes. Exabyte ist das nächste, 1000 hoch 6 Bytes. Zettabyte ist 1000 hoch 7 Bytes. Und das letzte, was noch einen Namen hat, ist ein Jottabyte und das entspricht 1000 hoch 8 Bytes. Also jedes Mal mal 1000. Das sind die Bits und Bytes.